Better Know Your Candidate, heute mit Heike Hensel von den Linken. Frau Hensel, was sind Ihre politischen Ziele und was bewegt Sie denn für Politik? Ja, ich bin ja schon lange politisch aktiv, also bevor ich auch zur Linken ins Parlament gekommen bin. Und ich war davor vor allem in der Friedensbewegung und in sozialen Bewegungen aktiv. Und das ist eigentlich auch jetzt, sind meine politischen Schwerpunkte. Wir wollen eine neue soziale Politik in Deutschland, aber auch international, jenseits eben dieser neoliberalen Politik. Sprich, es geht um mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland, aber auch in den internationalen Beziehungen. Und es geht auch darum, dass wir eine friedliche Politik entwickeln, jenseits dieser Militäreinsätze. Das sind meine zwei großen Anliegen, für die ich mich auch einsetze. Als eine von zwei Kandidatinnen für Tübingen sitzen Sie jetzt bereits im Bundestag. Wie sieht denn da so der Alltag eigentlich aus? Stressig. ich denke, besonders anstrengend ist natürlich dieses häufige Pendeln. Wir haben ja 22 Sitzungswochen im Jahr. Das heißt, 22 Mal im Jahr muss ich nach Berlin. Und dann kommen viele einfach auch Auslandsreisen hinzu, weil ich ja Entwicklungspolitik mache als Schwerpunkt. Und dieses Reisen ist sehr anstrengend. Und dann haben wir natürlich eine vollgepackte Sitzungswoche. Also sehr viele Sitzungen, so wie der Name schon sagt, um sich in einer Fraktion zu koordinieren, aber auch mit anderen Gruppen dann. Also wir haben natürlich viele Leute, die als Gäste zu uns kommen, Gewerkschaften, von Verbänden. Ich selbst arbeite ja auch im Entwicklungs- und Menschenrechtsbereich. Das heißt, ich habe viele Menschenrechtsaktivisten, die aus Lateinamerika zum Beispiel kommen, viele Delegationen und so weiter. Und dann dazu noch die ganzen parlamentarischen Abläufe, ja, also Fachausschüsse, Anträge schreiben, debattieren im Plenum, das, was man dann auch sieht, ja, die Debatten in den Medien. Das ist doch sehr, sehr umfangreich und teilweise schon auch sehr stressig. Für uns Studenten ist natürlich Bildungspolitik immer ganz besonders wichtig und noch immer ist es so, dass die Ausbildung häufig vom Einkommen von der Eltern abhängt. Und auch Praktika sind eben oft unbezahlte und das ist natürlich schlecht und BAföG reicht eben auch schon, sagen wir, bei weitem nicht mehr aus. Was muss sich ändern und was will die Linke tun, falls sie an der Macht wäre? Erstens mal ist es, wie Sie richtig sagen, ein Unding. Also in einem der reichsten Länder der Erde sind die Jugendlichen und Studierenden heute total abhängig von im Grunde den Finanzen der Eltern, um eine Ausbildung zu machen. Und je nachdem, wie das Elternhaus ausgestattet ist, hat man Chancen oder auch nicht. Und das ist eigentlich ein Skandal. Ja, und wir sagen, da muss sich ganz grundsätzlich was ändern, dass man erstmal den Zugang zu Praktika sehr streng regeln. Also wirklich nur, wenn es Praktika auch sind im Rahmen von Studium oder Ausbildung oder um sagen wir mal, beruflich sich mal zu orientieren. Also das heißt, Sie wollen nicht, dass man sich selber Praktika suchen muss? Oder wie soll ich das mir vorstellen? Natürlich, dass man schon sich Praktika suchen kann, aber heute ist doch das Problem, dass viele, die mit einer abgeschlossenen Schul- bzw. Hochschulausbildung, mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium in Praktikaschleifen kommen. Und zwar ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und oft für fast nichts einen Vollzeitjob machen. Und das wollen wir abschaffen. Also Praktika gesetzlich so regeln, dass sie nur möglich sind im Rahmen des Studiums, ja, oder im Rahmen einer Ausbildung oder bevor man zum Beispiel eine Ausbildung anfängt, dass man sagt, okay, ich probiere da mal ein paar Monate ein Praktikum aus, Berufspraktikum, um mich zu orientieren. Aber nicht mit einem abgeschlossenen Studium, da muss es dann, oder einer Ausbildung, da muss es dann ganz streng begrenzt sein und Minimum ist auch Bezahlung. Also wir sagen, Minimum Praktikumsgehalt müssen 300 Euro sein, Minimum. Ja. Und Praktika umsonst darf es nicht geben. Sie müssen absolut auch begrenzt sein auf bestimmte Bereiche, weil sonst ist es ein Ausnützen von gut ausgebildeten Leuten. Und bei mir haben sich schon oft Akademikerinnen, Arbeitslose gemeldet mit einer Bewerbung und dann sehe ich zwei Jahre Praktika. Ja. Das ist ein Unding. Aber sind Praktika nicht eigentlich auch so ein wichtiger Punkt, um genau eigentlich kennenzulernen, was man eigentlich will? Und wenn man dann
einen ähnlichen Job macht wie dann andere, dann weiß man schon ganz genau, was es... Ja, das zur Orientierung ja. Aber ich brauche nicht mit einem fertigen Hochschulstudium, weiß ich eigentlich schon, was ich machen möchte. Die, die sich bewerben für Praktika, versuchen über Praktika dann in diesem Betrieb oder in dieser Wissenschaftseinrichtung oder was auch immer Fuß zu fassen, ja, als Einstieg. Mhm. Ja, und das kann aber nicht ausgenutzt werden. Wie viele fertig ausgebildete Architekten machen dann Bauzeichner-Praktika? Ja? Mhm. Oder in ganz vielen Unternehmen kommen gut ausgebildete Leute und machen dann ein Jahr Praktikum und teilweise für gar nichts, für null. Und das wollen wir massiv begrenzen. Dafür zum Beispiel haben wir gesagt, braucht es im ganzen Hochschulbereich der Mittelbau, ja, wo wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt werden. Der muss massiv aufgestockt werden. Wir haben heute fast nur befristete Stellen. Da haben wir gesagt, wir wollen mindestens 100.000 unbefristete Stellen bundesweit finanzieren. Im mittleren akademischen Bereich sozusagen, im sogenannten Mittelbau. Weil für viele ist, die hangeln sich von befristeter Stelle zu befristeter Stelle. Oder immer nur, wir sagen projektorientiert, okay, wenn es da Befristungen gibt, klar, wenn es ein wissenschaftliches Projekt gibt, ich habe Fördermittel für 3 Jahre, dann ist die Stelle auf 3 Jahre befristet. Aber es kann nicht sein, dass ich einfach als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann immer nur befristet ein Jahr einen Vertrag habe. Und das ist bei übrigens auch bei jungen Ärzten so und so weiter in Krankenhäusern. Überall ist es Befristung und damit hat man erstens auch gar keine Chance, sich für eine Verbesserung, zum Beispiel auch von Arbeitsbedingungen einzusetzen oder den Mund aufzumachen und so weiter. Die Befristungen führen ja auch dazu, dass Leute immer mehr kontrolliert werden. Ja? Und das hat einen Einfluss auch auf das Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmerin. Und das, davon wollen wir weg. Und natürlich, was wichtig ist, wir wollen, dass es ein elternunabhängiges BAföG gibt. Das ist ganz entscheidend. Elternunabhängig und bedarfsgerecht finanziert. Und wir haben jetzt so viel, also BAföG ist viel zu niedrig für die steigenden Mieten und all das, was und der Wohnungsmangel und den Lebenshaltungskosten, dann Mobilität, Benzin, alles ist total teuer geworden. Und deshalb haben wir gesagt, brauchen wir jetzt schon im Grunde 10%ige Erhöhung. Ja, und wir wollen es wieder zu einem Vollzuschuss zurückführen. Mhm. Das sind Grundvoraussetzungen, um überhaupt zu ermöglichen, dass heute... Studierende aus sozial schwachen und aus Familienhaushalten die gleichen Chancen haben. Okay, ganz grundsätzlich ist es ja so, dass es, zumindest wenn man so ein bisschen drauf schaut, was die Linken fordert, dass es immer Sachen sind, die entweder richtig viel Geld kosten, deswegen, sag ich mal, schwierig zu bezahlen sind oder eben nur sehr schwierig machbar sind, wenn überhaupt. Zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, sie fordern die bei Entlassungen bei Firmen, die Gewinn machen, unter Genehmigungspflicht zu stellen. Ist das nicht doch im Prinzip doch der pure Populismus eigentlich? Denn wenn sie das machen würden, dann würde die Bahn heute im ICE immer noch Heizer einstellen. Das ist doch ein Strukturwandel, dem man begegnen muss. Deswegen muss die Firma doch eigentlich die Möglichkeit haben, auch Leute zu entlassen. Selbst dann, wenn sie Gewinn macht. Es geht aber ja um Massenentlassungen. Wir wenden uns gegen ganz gezielt, das ist eine Erfahrung aus den Fällen, die wir erlebt haben, Nokia zum Beispiel, andere, die haben hier eine gute Infrastruktur bekommen, die haben Zuschüsse bekommen von der EU, auch aus Deutschland, haben Werke aufgemacht, die haben schwarze Zahlen geschrieben und haben dann den Mitarbeiterinnen extreme Einsatz abverlangt, also noch Wochenendarbeit, Feiertagsarbeit und so weiter. Das haben die alles gemacht, die haben schwarze Zahlen geschrieben und trotzdem hat Nokia dann das Werk geschlossen. Und da sagen wir, muss es ein Mitspracherecht der Kommunen geben und des Staates, vor allem weil ja auch staatliche Gelder geflossen sind, damit sich die Firma da angesiedelt hat. Ja? Und das wollen wir unter Strafe stellen. Das heißt, wenn die Firmen dann einfach, sagen wir mal, aus ihrem Kalkül heraus schließen, ja, dann muss es da hohe Strafzahlungen geben. Weil es kann, also das ist ja reiner Wildwuchs. Ja, aber ist das nicht im Prinzip, was, wenn dann die Firmen sagen, okay, in Deutschland, das ist so, sagen wir mal, arbeitgeberfeindlich in dem Fall,
Nö, das ist das, was da passiert, ist arbeitnehmerinnenfeindlich. Das stimmt natürlich. Es gibt immer zwei. Da möchte ich zum Kern kommen der Diskussion. Es gibt immer zwei Seiten, die man einnehmen kann. Die eine auf Seiten, also Forderungen auf Seiten der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Oder man kann Forderungen oder Bedingungen für die Arbeitgeber gut organisieren. Aber ist es nicht immer so ein Zusammenspiel? Also so wie ich mir das vorstelle, ist, dass natürlich, wenn jemand eine Firma hat und Leute einstellt, dann hat er natürlich auch in gewisser Weise eine Verantwortung und um sein Unternehmen, natürlich auch um seine Mitarbeiter. Auf der anderen Seite ist es doch gut, wenn es Firmen gibt, die Leute einstellen und Arbeitsplätze machen. Warum? Dann ist doch Politik eigentlich, die die Arbeitsplätze sozusagen schafft, eigentlich auch Politik für Arbeitnehmer. Ja, aber nicht um jeden Preis. Also es kann nicht sein, dass wir, wie wir es ja weltweit erleben, in den Ländern des Südens ist es ganz krass, ja, wenn ich jetzt Bangladesch zum Beispiel nehme, da wird genauso argumentiert. Da wird nämlich gesagt, ja, es ist doch egal, was da für Brandschutzbedingungen sind und welche Löhne gezahlt werden, aber die Unternehmen, die kommen doch für die Näherinnen hier, die im Auftrag von KIK oder von H&M und C&A und was weiß ich was, welche Firmen Labels nähen lassen. In Bangladesch ist doch toll, werden viele Arbeitsplätze geschaffen. Aber für was? Für 30 Euro im Monat? Wenn überhaupt 30 Euro im Monat bei einer 50, 60 Stunden Woche und diesen miesen Arbeitsbedingungen? Also da ist es natürlich immer eine Auseinandersetzung. Wer setzt sich hier durch? Die Arbeitgeber, weil sie eine Machtposition haben, weil sie über Kapital verfügen und weil sie vom Staat, von den Staaten meistens bevorteilt oder unterstützt werden, oder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Und das sage ich klar, die Linke steht auf Seiten der Interessen natürlich für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Und es ist immer ein Kampf um gute Arbeitsbedingungen. Kann man das nicht auch eher als ein Miteinander verstehen? Also das kann man, ja. Man kann es als ein Miteinander verstehen, wenn wir nicht an dem Punkt sind, wo wir heute sind, nämlich dieser willkürlichen Konzernschließerei, Manager, die ihre Millionengehälter bekommen plus Boni, wenn sie, sagen wir mal, dann nochmal 10.000 Leute entlassen. Das kann nicht sein. Das war bei der Telekom so. Und Bahn ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil die Bahn nämlich, fragen Sie mal Leute, die mit der Bahn fahren, im Service miserabel geworden ist, in der Wartung ganz schlecht ist, fast keine Betreuung mehr im Zug hat und man ist da verloren und verkauft. Und das hat alles stattgefunden, Rationalisierung, Leute entlassen, gespart, damit man gute Börsenwerte hat. Die Bahn wollte an die Börse gehen. Also da findet doch eine totale Privatisierung statt und die lehnen wir in der Form ab und es ist nicht mehr Qualität für die Leute. Also ich will ja nicht eine Bahn, damit nachher die Börsenkurse steigen, sondern ich möchte eine Bahn, damit sie die Grundversorgung, Mobilität für alle, und zwar soziale Mobilität auch zu bezahlbaren Preisen, für alle organisiert. Dann wir müssen doch über die Ziele reden, wo wir hinwollen. Ja, aber also um zum Grundding zurückzukommen, dass die Forderungen, sagen wir mal, eher in Richtung Maximalforderungen sind, die so eigentlich nicht so umsetzbar sind. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch, es wurde zumindest mal gesagt, hundertprozentige Steuer. Also ab einer Million oder das weiß ich nicht ganz genau, auf welcher Zahl, aber auf jeden Fall, das sozusagen 75%. Aber das ist 100% wurde so auch wie mal Frankreich gesagt. Also ja, genau, das wurde bei uns auch diskutiert. Wir haben jetzt gesagt, bei den ganz hohen Einkommen ab der zweiten Million 75% Steuern. Das hat Hollande übrigens, damit ist er gewählt worden in die Regierung. Also da kann man nicht sagen, dass das alles so unrealistisch ist. Mhm. Und der Punkt ist doch, ich schreibe in ein Programm natürlich das rein, was ich fordere und wie ich mir eigentlich vorstelle, was ich machen will. Das ist doch völlig klar. Und das macht doch jede Studierendeninitiative fordert doch, wir wollen mitbestimmen an Lehre, die Lehre mitbestimmen, wir wollen weg von den Studiengebühren. Da werden doch die Forderungen reingeschrieben, die man sich vorstellt. Ja, und aber was die sind da in gewisser Weise realistisch. Naja, also gut, da kann man das sagen auch. Manche ist doch völlig unrealistisch. Jetzt wollt ihr die Lehre mitbestimmen, ihr wollt dann gleichberechtigte Teilhabe an den Gremien und so paritätische Besetzung und so weiter. Das ist doch, und Studiengebühren sagen auch viele unrealistisch. Die Universitäten sind heute so teuer, man muss die finanzieren. Also das ist doch immer die Frage des Standpunktes. Und es ist doch völlig klar, dass man als politische Kraft das fordert, eine Maximalforderung hat, um zu zeigen, wo man eigentlich hin will, was danach real ausgehandelt wird in politischen Prozessen, was davon umgesetzt wird, ist eine andere Sache. Aber ich komme, wenn ich nicht mehr fordere, was ich will, sondern wenn ich schon mit einem Minimum anfange,
ja, dann lande ich nirgends. Also wenn ich was für mich erreichen will, dann muss ich immer Maximalforderungen haben, ist doch klar. Das bedeutet, Sie sagen, das, was wir jetzt heute auf die Plakate schreiben, das ist das, was wir machen würden, wenn wir die absolute Mehrheit haben. Genau. Sollte es theoretisch passieren, dass Rot-Rot-Grün passiert, dann können wir da auch drüber reden. Na, das, nein, bei uns, wir haben gesagt, es gibt bestimmte rote Linien. Und die, und nur unter diesen Bedingungen würden wir eine Koalition machen. Also wir würden jetzt nicht unter jeder Bedingung eine Koalition machen. Ja, weil dann wären wir überflüssig. Also wenn wir nachher rot-grüne Politik machen, dann braucht es die Linke nicht mehr. Ja, wir haben klare Linien und die, das sind Fundamentalforderungen von uns. Die machen auch, jede Partei hat doch ihre Identität. Ja, und die machen bei uns auch die Identität aus. Wir haben uns ja darauf gegründet, dass wir gesagt haben, weg mit Agenda 2010 und Hartz IV. Ja, das sind große Reformen gewesen, im negativen Sinne für die Leute, mit viel Sozialabbau verbunden. Das können wir nicht vertreten. Die Rente mit 67 können wir auch nicht vertreten, weil es eine Rentenkürzung ist. Das kritisieren hier die Gewerkschaften rauf und runter. Und wir sind gegen Kriegseinsätze. Und das sind drei, sagen wir mal, Säulen. Und das ist das Minimum, was bei Verhandlungen rauskommen müsste. Ja? Okay, Friedenspolitik, das ist ja auch ein bisschen Ihr großes Steckenpferd, sage ich mal. Was ist denn für Sie die Grenze zwischen einem Einsatz für den Frieden und wann ist es Krieg? Ist Krieg schon dann, wenn ein deutscher Soldat mit einem Gewehr in einem anderen Land rumläuft? Ja, das ist dann ein bewaffneter Einsatz. Das ist so. Also wenn ich Waffen in einem anderen Land trage, als Soldat aus dem Ausland, bin ich in einem bewaffneten Einsatz. Aber würden Sie das auch immer schon gleich Krieg nennen oder ist das von vornherein, ist das noch nicht gleich Krieg? Naja, das ist eine abstrakte Frage, weil es kann ja jederzeit zu einer kriegerischen Handlung kommen. Weil jemand, der mit einer Waffe, das haben wir hier ja auch, also jeder Mensch, der hier mit einer Waffe rumläuft, den würde die Polizei erstmal dingfest machen, weil die sagen, hier besteht das Potenzial, dass der schießt. Und natürlich habe ich das bei einem Soldaten, der mit einer Waffe im Ausland unterwegs ist. Er kann angegriffen werden von jemandem, dann schießt er zurück. Oder er kann, wenn er sich bedroht fühlt, auch auf jemanden schießen, der zum Beispiel unbewaffnet ist. Das erleben wir ja oft in den USA. Das ist doch ein Riesenproblem in den USA, die ganzen Waffen. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Nein, das ist nicht ein anderes Thema, weil selbst wenn die Bundeswehr oder selbst wenn es ein Mandat gibt, trotzdem gibt es diese Situationen ja vor Ort, dass ein Soldat mit einer Waffe da an einem Checkpoint ist und da kommt eine Gruppe unbewaffneter Leute auf ihn zu, aber er kann die nicht einschätzen, er spricht die Sprache nicht, er fühlt sich bedroht und schießt auf die. In Afghanistan alles passiert. Aber da wird nie jemand eine Konsequenz ziehen. Deshalb haben wir gesagt, wir sind gegen bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr. Für uns generell, auch wenn die von der UN erschlossen sind. Genau. Wir sagen, die Bundeswehr ist zur Landesverteidigung da. Und mehr nicht. Und wir wollen keine Auslandseinsätze. Wir haben bisher so, wir sehen das, weltweit Einsätze. Wir haben Tausende von Soldaten hier im Einsatz. Und ich wüsste nicht, dass sie irgendwo zu mehr Entwicklung beigetragen haben, zu friedlichen Konfliktlösungen und so weiter. Afghanistan ist gescheitert. Ja, Afghanistan, über bald 12 Jahre Präsenz der ausländischen Truppen, ISAF. Und was sehen wir? Katastrophale Sicherheitslage, Entwicklung immer noch am untersten Ende der weltweiten Skala Afghanistan. Da kann ich, und Milliarden, die für diesen Einsatz ausgegeben werden. Allein wir zahlen die Bundeswehr jedes Jahr 1 Milliarde für die Präsenz der Bundeswehr in Afghanistan. 1 Milliarde. Sie haben auch gesagt, zur Landesverteidigung, jetzt fordert die Linke auch, dass Rüstungsbetriebe in andere Geschäftsfelder dann überführt werden. Genau. Zivile Produktion zivile Produktion. Genau, aber damit würden Sie doch im Prinzip auch die Landesverteidigung gefährden, dadurch, dass die Bundeswehr dann keine Waffen mehr, sagen wir mal, aus deutscher Produktion bekommen würde, sondern müsste sie aus dem Ausland einkaufen, was natürlich immer das Risiko birgt, dass, falls es dann mal zu einem Angriff kommen würde, dann die eigene deutsche Produktion nicht mehr da wäre und man gar nichts hätte. Naja, also erstens mal gibt es ja einen regen Waffenhandel, Ein- und Verkauf. Ja, aber den wollen Sie ja sowieso begrenzen. Ja, aber im Rahmen der NATO-Staaten. Also es ist nicht so, dass Deutschland jetzt alle Waffen selber produziert, sondern es gibt ja jetzt schon Militärkooperation im Rahmen der NATO. Und es gibt sie auch im Rahmen der EU. Ja, wir haben ja diese Rüstungsagentur, die das koordinieren soll. Und wir haben auch da gemeinsame Rüstungsprojekte mit den Franzosen zum Beispiel. Und die
die jetzigen Großprojekte, die angegangen wurden, zum Beispiel die Eurohawk-Drohne, ist ja ein Riesendesaster. Ein Riesendesaster. Über eine halbe Milliarde ist jetzt ins Sand gesetzt, weil es hier keine Fluggenehmigungen gibt und seit Jahren an diesem Ding geforscht wird. Wir haben den großen Transporter, glaube ich, A400, der heißt. A400M, glaube ich. 400M, genau. Der auch jetzt viel teurer wird als ursprünglich geplant. Wir haben den Eurofighter, der mal der Jäger 90 war, ein jahrzehntelanges Projekt, auch viel zu überteuert, also viel zu teuer. Und dann wird immer argumentiert, ja, wir müssen das aber weiter aufrechterhalten wegen der Arbeitsplätze, wegen der Arbeitsplätze. Und da sagen wir, es kann doch nicht sein, dass ungefähr 80.000 Arbeitsplätze, die es derzeit in Deutschland gibt für Rüstung, im Rüstungsbereich, dass aufgrund der Argumentation Arbeitsplätze hier hochsubventioniert Milliarden Steuergelder verbraten werden. Wenn es um die Perspektive für Arbeiter, Arbeiterinnen in diesen Bereichen geht, gab es schon in den 70er, 80er Jahren viele Konversionsvorschläge von IG Metall und vielen anderen und da müssen wir wieder anknüpfen. Zum Beispiel umstellen im Bereich regenerative Energien. Es gibt so viele, oder im Bereich der Mobilität, neue Maschinen für Züge und so weiter. Es gibt so viel Bedarf für Maschinenbau und so weiter. Da kann ich auf zivile Produktion umstellen. Und wir wollen insgesamt demilitarisieren, also immer weniger Waffen. Immer weniger Waffen entwickeln. Wir wollen auch keine Drohnen für die Bundeswehr und schon gar keine bewaffneten Drohnen. Weil sie sind eine neue Generation von Waffen, die Kriegseinsätze eher noch erleichtern werden, denn zu erschweren. Und es kostet uns Milliarden, es ist zerstörerisch, es bringt viele junge Menschen in Einsätze, die oft dann auch kaputt und psychisch angeschlagen zurückkommen und davon wollen wir wegkommen. Also wenn im NATO-Verbund, sage ich mal, jetzt will ich die Brücke schlagen Richtung den Geheimdiensten. Ja. Und da ist natürlich jetzt der Fall Snowden, der ist jetzt in Russland, aber es schlägt ja immer weitere Kreise. Jetzt haben wir das X-Keyscore, auch in Deutschland wird das eingesetzt. Und also es scheint so, als ob das große Desaster da ist und die Bundesregierung hat davon nichts gewusst oder doch, oder sie lügen uns halt an. Also genau wissen wir das ja jetzt noch nicht, aber was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie jetzt in der Bundesregierung gewesen wären und dieser Fall rausgekommen ist, als der Fall rausgekommen ist? Naja, der Fall ist ja in dem Sinne rausgekommen für die Öffentlichkeit, aber ich glaube, niemand glaubt ja, dass die Bundesregierung nicht davon wusste, ja, dass es umfassende Zusammenarbeit gibt, auch zwischen BND und NSA. Also es ist ja nicht nur so, dass NSA und der britische Geheimdienst hier uns abschöpfen im großen Maße, sondern es gab ja auch umfassende Kooperationen. Es ist ja jetzt auch bekannt geworden, dass BND und Verfassungsschutz über 40 verschiedene NSA-Spähprogramme derzeit testen. Ja, also es laufen große Testphasen. Es ist übrigens auch herausgekommen, dass diese Drohne Eurohawk auch NSA-Spionagetechnik eingebaut hat. Das heißt, da gibt es ja auch eine Verknüpfung zwischen einem Rüstungsprojekt, einem deutschen oder europäischen und der Kombination mit NSA-Spionageprogrammen. Und deshalb weiß die Bundesregierung das natürlich. Das ist ein Riesenbluff, was da passiert. Dass die Merkel nichts weiß, das kann sie niemandem erzählen. Das ist wirklich Märchenstunde. Und leider auch die Vorgängerregierungen. Ja, also Kanzleramtsminister Steinmeier, SPD, der war zuständig für die Koordination der Geheimdienste. Also alle Regierungen machen Deals mit den Geheimdiensten, was Spähprogramme angeht. Wir haben auch viele Gesetze schon gehabt, Antiterrorgesetze und so weiter, die immer die Grundrechte weiter eingeschränkt haben, immer größeren Zugriff auf die Daten. Und deshalb haben wir gesagt, wir wären solche Kooperationen gar nicht eingegangen. Und zweitens, wir halten Geheimdienste heute auch nicht mehr für kontrollierbar, nicht für demokratisch kontrollierbar. Ich zum Beispiel sitze im Parlament, ich habe null Zugang zu Informationen, was die Geheimdienste machen. Da gibt es ein kleines Gremium, parlamentarisches Kontrollgremium, sitzen 11 Abgeordnete drin, die müssen Stillschweigen bewahren, dürfen nichts weitergeben. Und auch sie haben im Grunde meistens, bekommen sie Informationen, die davor auch schon in der Zeitung standen. Gegen tausende von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des BND, des Verfassungsschutzes, des militärischen Abschirmdienstes. Und da sagen wir, die sind für uns nicht demokratisch kontrollierbar. Und deshalb wollen wir die Geheimdienste auch auflösen. Okay. Frau Hensel, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage.
Und zwar, die kam bei Facebook und die ist, wie ist es eigentlich so mit der FDP im Haus? Weil hier in Tübingen ist das, sind beide Büros im gleichen Haus. Ja, also wir sind ja eine Etage höher als die FDP. Das heißt, wir sind im oberen Stockwerk. Und ja, die FDP ist unauffällig. Ich sehe sie eigentlich kaum ab und zu. Bisher haben wir eine gute Nachbarschaft. Und wenn es so bleibt, dass wir, sagen wir mal, auch nachher im Wahlergebnis über der FDP sind, dann finde ich, kann man da auch weiter gut in einem Haus zusammen wohnen. Okay, Frau Hensel, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte sehr.